So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 mit einem weiteren Dauerendgegner, Mittelendgegner mit Media. Erschöpfend ein bisschen. Ich weiß auch nicht so recht, was ich tun soll, um das besser zu beherrschen. Mehr Treffen wäre vielleicht wieder Tipp. Es fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie als ich den Nameless King aufgegeben habe. Aber den namenlosen König haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen. Den hatten wir ja häufiger probiert. Also kann ich jetzt noch nicht mich verkrümeln und was anderes machen. Und dabei ist das hier ja noch nicht mal der Endgegner. Wir sind ja auf der Suche auch noch nach dem Gwyn. Auch wenn ich mir abgeschminkt habe, herauszufinden, was wir genau eigentlich erledigen wollen, wenn wir Gwyn finden. Mann, dass man immer die Richtung, die Blickwinkelrichtung ändert. Ach. Ihr seht, es ist die zweite Folge heute. Das sorgt dafür, dass ich ein bisschen besser lerne, wann ich was treffe. Aber leider werde ich genauso häufig geditscht und niedergeschlagen und geröstet. Und meinen höchsten Respekt für alle diejenigen, die das ohne Anvisieren spielen. Ich treffe dann gar nichts. Einfach nicht machbar für mich. Ja, das wird super, diese Folge. Eine halbe Stunde kann lang werden. Also dafür, dass wir ihn von der Brücke gekloppt haben. Er uns dann keine Seelen hinterließ, weil wir hier unten weiterkämpfen müssen. Also, da steckt so viel Enttäuschung drin. Als man ihn von der Brücke gekloppt hatte, habe ich schon gedacht, das wär's. Und jetzt steht man hier im Keller und er verteidigt sich bis aufs Blut. Und ich weiß nicht mal so recht, warum ich gegen ihn kämpfe. Er bewacht ja hier das Allerheiligste sozusagen in der Ringed City. So viel haben wir gelernt. Die Prinzessin aber ist ja verstorben durch, weil wir an irgendein Ei, Drachenei rumgespielt haben, was sie auf dem Schoß hielt. Und ja, dann war sie tot und wir haben da ja auch noch den Ausgang Richtung ja, Aschewüste. Das war wieder nur der Bauch. Der hilft mir leider gar nichts. Oh Mann, wieder nur von hinten unter den Rumpf. So ein Scheiße. Schwanzspitze ab. Oh nein, jetzt kriege ich erstmal wieder schön Feuer. Super. Ach Mann, das ist wirklich einfach für mich nicht zu erkennen, wann er was macht. Jetzt kriege
kriegen wir ja mit dem Schwanz wieder her. Oh, wie ich das hasse, dass er da immer so zurückzuckt. Verdammt nochmal! Komm aus der scheiß Ecke raus, Junge, ey. Falls jetzt zwischendurch mal wieder jemand fragt, warum tut er sich das eigentlich an, warum spielt er das eigentlich, wenn er doch keinen Spaß dran hat. Gar keinen Spaß daran würde ich gar nicht sagen. Auch wenn mir durchaus bewusst sind, welche Designprobleme es hier gibt und dass ich nicht unbedingt der Idealspieler dafür bin. Aber wenn ihr euch die ganzen anderen Let's Plays anguckt, geht es ja eigentlich darum, dass ich mal rausfinden will, wie diese Souls-Likes ticken. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass die anderen Nachahmer, meinetwegen sowas wie Lords of the Fallen oder so, einsteigerfreundlicher sind auf jeden Fall als das hier. Und manche wie Jedi Fallen Order dieses Prinzip nehmen und variabler machen für verschiedene Spielerformen. Ja, und mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Ich bin ja in diesem Dark Souls 3 schon ziemlich weit gekommen. Aber der Endgegner, die erste Flamme und auch das Add-on mit Ariandel, da habe ich bisher noch keinen Stich gesehen. Und The Nameless King steht auch noch auf der Liste. Nicht weg von dem, ey. Lass das bitte sein. Wie die Schwanzspitze am Kopf, genau. Ah, oh, Mist. Geh doch weg! Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Es ist scheiße. Ach man, ich hasse. Das ist der schlimmste Endgegner in diesen Spielen von From Software ist wirklich die Kamera. Man kann es nicht anders sagen. Was für ein Scheißdreck.
kostet einfach viel zu viel von den... Nein, nicht schon wieder das mit diesem blöden Kackdrehen der Kamera! Ach, fuck, kann man das irgendwo abstellen, diesen Mist? Ich war zu gierig, ich war schuld, ich bin schuld, ich bin selber schuld. Mist. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Bild gerutscht, ne? Entschuldigt. Oh Mann, das macht mich fertig hier gerade. Stell dich doch mal ordentlich wieder hin, Junge, dass ich auch mal rollen kann. Oh, was ist das? Oh fuck, was ist das? Oh nein, 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 was ist das? Was macht er denn da? Hä? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Oh nein, ich habe hier den Mauer. Scheiße. Was zum Hölle? Was ist das? Oh nein, 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 nein. Scheiße, ich habe keine Flakons mehr. Nein, daneben, daneben, das kann doch nicht wahr sein. Ah, scheiße. Oh, oh. Was? Oh nein! Dieses Spiel ist so verfickt fies. Wie sollte man da denn eben drauf reagieren? Jetzt habe ich mich hier wieder verkabelt. Ey.
Okay, das Positive daran ist, so weit war ich bisher noch nie. Das Negative daran ist, was mache ich jetzt gegen diese Flammen? Schattenschaden ist das, ne? Die Frage ist ja, ob man irgendwas ausrüsten kann, um Schattenschaden zu mindern. Ja, das ist wieder das alte Thema. 3 Stück hat man davon. Das war das, okay. Okay, jetzt beginnt die typische Dark Souls Phase wieder. Jetzt brauche ich mich gar nicht der Illusion ergeben, es die nächsten 30 Male bis dahin zu schaffen. Zumal ich auch gar nicht genau weiß, was ich anders gemacht habe. Ich glaube, ich habe halt auch einfach viel mehr Button-Mashing gemacht. Ich wusste gar nicht, dass man... Obwohl, ihr habt es mal erwähnt, dass man das machen kann, ne? Diese böswilligen Drecksnachrichten da oben. Nur damit man die Leiter nicht aktivieren kann. Ist klar. Okay. Versuchen wir es nochmal. Das war ja schon gar kein schlechter Versuch. Macht er den wieder. Okay. Ich dachte, er hebt jetzt sein Köpfchen und macht den anderen. Oh, Alter, was für ein Scheißdreck. Jetzt komme ich wieder überhaupt nicht rein hier. Dass euch gleich seinen Schwanz in die Fresse da. Ich krieg's nicht gebacken wirklich, wenn ich was machen soll. Die Kamera ist so ein Albtraum in diesem Spiel, wirklich. Millimeter falsch gestanden. Meine Güte. Supi!
Echt supi. Wenn das so weitergeht, muss ich mir bald ein Hobby zum Ausgleich suchen. Das macht mich auch richtig körperlich fertig hier. Das hat mir wieder nicht gereicht. Zu spät dran. Ich weiß nicht warum. Nicht schon wieder. Oh Mann, das ist so. Nein, ja, Quatsch. Oh. Scheiße. Was war das jetzt? Es ist ja in einen ganz anderen Mode gegangen. Das ist besonders toll, weil es nicht daran liegt, dass man es nicht ahnen könnte, wenn man nicht sieht, wenn man sehen würde, was er gerade macht. Sondern die Mann ist halt mit der Kamera nicht mehr da. Für mich sind das echt Design-Flaws, echt. Okay, aber was übrigens auch im Unterschied zu den anderen Souls-like oder Nachahmern oder wie sie auch immer nennen, wie man sie nennen soll, was da irgendwie auch deutlich wurde, ist, dass der Wert, den Dark Souls auf die Spielwelt legt, wesentlich geringer ist, finde ich, also auch, dass ich stimmig wäre oder so, als bei anderen Titeln. Dafür machen sie das halt mit diesen Midi-Gegnern oder Endgegnern halt extrem gut. Also sehr anstrengend, aber es liegt meistens nicht an den Gegnern und an dem Kampf, den sie veranstalten, dass man sauer wird, sondern an diesen ganzen blöden Begleiterscheinungen. Da immer nicht trifft an der Stelle. Aber das ist halt immer alles Lore und es muss so sein. Natürlich. Okay. Ich
glaube, es wird Zeit, dass ich auch mal langsam wieder Pause mache mit diesem Spiel. Oh nein. Oh nein, jetzt habe ich ihn am Ende verpassen können. Aber da war er. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, wenn ich nicht rollen kann, wenn ich nicht visieren kann. Nein, wieso ist der? Warum? Das ist ja wieder falsche Richtung. Nein, 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 scheiße. Ah, super. Das war zu kurz. Oh nein, was haben wir von hinten? Ach, scheiße. Nein! Ich bin zu nah an der Wand da hinten, das geht so nicht. Fuck. Oh, 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 nein, jetzt macht er das wieder. Scheiße. Da muss ich weiter weg sein, oder? Nee. Ach Mist, der verdammte Scheißschwanz. Ach, natürlich. Na, ist klar. Ach, es ist zum Kotzen, ey. Nein, das ist so fies. Das ist einfach so fies. Und jetzt hänge ich an der Wand. Nein.
Nein, ich bin wieder zu weit weg gewesen. Mach's doch! Nein! Nein, 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 nein! Du trinkst doch, du Sau! Ah, shit! Nein, das ist ja wieder die Scheiße. Oh nein. Nein, verdammt. Geh weg, du Schwanz. Ich weiß nicht, wie ich den treffen soll. Oh, Scheißdreck. Da habe ich nicht geschaltet, als er befragt lag, das ist mein Problem jetzt. Mist! Okay, das war wieder sehr lehrreich. Eigentlich müsste ich jetzt weitermachen, weil ich gerade relativ gut drin bin, aber ich muss jetzt pausieren, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt schön neugierig. Bis dahin und ciao.